Jo, Digga, was geht ab? Ja, Mann, C500 ist am Start. ML63? Nee, den hau ich auch demnächst weg. 1 Euro. eBay. Ja, alles normal. Nee, ich habe jetzt CL500 gekauft, Digga. Richtig miese Zeiten. Halle musste ich schon an Robin vermieten. Job ist gekündigt, kein Teilzeit mehr. Nur noch YouTube, Bruder, nur noch YouTube. Ja, normal. Ja, Clubhaus auch aufgelöst. 30.06. bin ich draußen. Arbeitslos. Aber Bruder, ich habe jetzt CL500, Panorama, alles am Start. Ja, soll ich rumkommen? Soll ich zeigen? Alles klar, hau rein. Ciao, ciao. Der Kofferraum ist noch auf. Egal. Hörst du? Ja, Freunde, meine neue Karre, CL500. Baujahr ist mir nicht bekannt, ist auf jeden Fall kein Facelift. Wir gucken uns die ganze Bude mal an. Ich finde, alles, was ich drüber sage, klingt auf jeden Fall wie eine brutale Rechtfertigung. Aber dazu später mehr. Was haben wir? Wie gesagt, kein Facelift, Xenon, PDC vorne. Ganze Stoßstange ist ein bisschen sehr angefixt. Grill selber lackiert, Stern selber lackiert. Das hält aber besser als bei meinem ML63 auf jeden Fall. Hier sieht man überall so kleine Lacknasen und sowas. Aber von ein bisschen weiter weg, die Mädels sehen das ja nicht. Und mit Instagram kann man ja ein bisschen retuschieren und so. Machen wir weiter. 20 Zoll. Damn! Haben auch noch gut Profil. Keine Ahnung, ob da die Messerfelgen draufkommen, Chromfelgen draufkommen, ich das Ganze mal aufbereite. Weiß ich nicht. Schreibt mir dazu zu den Felgen auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Gehen wir mal zum Heck des Fahrzeugs. Wie man unschwer erkennen kann, alte S-Klasse Rückleuchten, also kein Facelift hier. Dann zwei Auspuffblenden, die ja unterschiedlicher nicht sein könnten auf jeden Fall. Aber ich weiß, ihr wollt ja alle den Sound hören, deswegen schmeiße ich das Ding jetzt mal an. Ja. Muss die Tür zumachen. Eins in den Chat, wenn das die geilste Karre Deutschlands ist. Ich glaube, er hat gerade schon sehr gut präsentiert, was bei ihm abgeht. Komm mal rum hier. ABC-Fahrwerk haben wir natürlich massive Probleme. Er macht komplette Costa Concordia. Ich habe mir die Dämpfer schon angeguckt. Die sind definitiv trocken, aber vorne links hat er einfach mal gar keinen Bock. Hinten rechts, vorne rechts geht er komplett hoch. Ich habe absolut keine Idee, was das sein könnte. Ich weiß, ABC-System hat ja irgendwie wahrscheinlich auch einen Ventilblock oder so. Wahrscheinlich spinnt er einfach ein Ventil oder so. Hoffentlich ist es nicht der Dämpfer. Aber genau deswegen habe ich mir die Karre geholt. Ich möchte mich am ABC-Fahrwerk ausprobieren. Vielleicht kommt ein Stahlfahrwerk rein. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie weit ich da komme. Erstmal kriegt er wahrscheinlich eine Spülung mit neuem Pentonsin, also ABC-Flüssigkeit. Und dann mal gucken, was ich noch so rausfinde. Ansonsten habt ihr gehört, Auspuff klappert. Ist egal, kommt eh raus, kommt Straightpipe rein, komm, gib ihm. Motor. Hören wir auch noch mal kurz rein, haben wir nämlich eine kleine Spannrolle, die sich massiv verabschiedet. So, erstmal, was haben wir hier für ein Traumaggregat? M113, Sauger, 5 Liter, 306 PS. Ich spuck schon. So, komm mal ein bisschen näher. Gucken wir uns das ganze Ding mal an. Die Möhre hat einfach mal 390.000 Kilometer gelaufen. Ja, moin. Und er läuft. Also wie eine 1, wie eine 2, sagen wir mal so. Eben ist er an der Ampel ausgegangen. Mit einem Automatikgetriebe ist das schon sehr bedenklich. Er hat durchgehend Motorkontrollleuchte an. Der Vorbesitzer meinte, es wäre irgendwas mit Nebenluft oder so. Man weiß es nicht. Ich habe ihn noch nicht ausgelesen. Hier sieht alles sehr locker aus. Aber um ehrlich zu sein, bei meiner S-Klasse war das schlimmer. Und wenn man hier hinten mal hinfühlt, wo der Luftfilter ist. Dritter Omis, Alter. Der sitzt auch drauf, der Luftfilter. Da ist alles top. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ventildeckeldichtung, bisschen Inkontinenz, aber noch keine Tropfenbildung. Hier Öl, Wärme, Wassertauscher. Das hatte meine S-Klasse ja das Problem. Da ist alles gut. Tropfen wirft er nicht. Ansonsten, was haben wir hier? Ich weiß, sieht halt aus, als wäre der Kühler mal irgendwie in die Luft gegangen oder so. Wir haben hier überall Kühlmittel, Rückstände und sowas. Dann haben wir noch massiven Rost. Hier überall an den Schlossträgern und so.
Am gesamten Fahrzeug, muss ich dazu sagen, können wir ja auch noch mal kurz angucken, ne? So Kotflügel und so, hat er keinen Rost, weil das ist Plastik beim CL500. Es ist nicht wie beim S500, aber hier haben wir dennoch kleine Stellen. Wenn du mal hier guckst, hier kleine Stellen. Oh, jetzt habe ich gegen das Fenster gedrückt. Sorry. Kleine Stellen. Und hier hat er auch schon irgendwie angefangen. Da wurde auch schon mal irgendwas, weiß ich nicht. Aber, also komm, ganz ehrlich, ne? 20 Jahre alte Bude oder so, das interessiert mich nicht, die Bohne im Vergleich zur S-Klasse. Da wird schon nichts auseinanderfliegen. Ansonsten, genau, Riementrieb wollte ich euch auch nochmal zeigen. Der Riemen ist angeblich neu gekommen. Da unten schlackert was, aber das werdet ihr gleich selber sehen. Ich schmeiß die Bude mal an. Ne, hier, irgendwo hier in dem Bereich hat er halt gar keinen Bock, macht die ganze Zeit. Keine Ahnung, hier schlackert es auch. Wenn du mal unten filmst, das große. Den Kollegen. Ah, fuck. Aber ganz ehrlich, Freunde, was interessiert uns Technik? Wir sind hier immer noch auf dem Push-Kanal und wollen Chayas klären von dem Aspekt her. Gucken wir uns den Innenraum an. Let's go. Ja, erstmal. Wunderschöne Doppelverglasung, angelaufen. Bekanntes Mercedes-Problem, dass diese Dichtung hier kaputt geht, hier oben beim CL, weil es halt ein Coupé ist, der läuft in die Dichtung rein. Die Dichtung hat hier auch schon Riss. Habe ich gestern auf der Autobahn auch schon gehört, hier zieht es halt komplett rein. Aber ganz ehrlich, Freunde, wir haben hier immer noch ein CL500 und der wird natürlich wie so Le Jock-mäßig bewegt. Hat man das Quietschen gehört? Sieht gut aus, ne? So, was haben wir noch? Wir haben selbstverständlich Schiebe, Panorama, alles am Start hier. So kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Also, wenn die Tür nicht über den Boden schleift. Wir haben schon sehr oft gesagt, der CL500, absolutes Klassikerpotenzial. Die Form einfach einmalig. Nicht nur diese blöden ABC-Probleme werden. Aber mal gucken, ob man die auch kostengünstig in den Griff kriegt. Innenraum, schauen wir mit rein. Wir haben nämlich nicht nur außen das sehr seltene Silber, sondern innen haben wir jetzt wirklich mal eine spezielle. Nämlich hier sieht man das. Kann man den Schriftzug sehen? Designo-Ausstattung. Was bedeutet das? Ja, bedeutet eigentlich nichts, außer dass die Ledersitze ein bisschen andere Farbe haben. Nämlich irgendwas zwischen, also hier ist Anthrazit, das ist nicht schwarz, sondern Anthrazit. Und das ist so blau-gräulich, würde ich das beschreiben. Das haben wir zusätzlich hier auch noch, wenn du einmal rumkommst. Wunderschön hier mit der Holzoptik. Aber die Farbe, Freunde, schreibt mir sehr gerne eure Farbwünsche in die Kommentare. Ich tendiere zwischen Schwarz und Rot einfärben. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Zur Not muss halt die Sprühdose herhalten. Ansonsten der ganze Innenraum, sehr in Wurzeloptik, sonst was gehalten. Grau, alles am Start. Ist ja ein ganz normaler, alter W220, C215 Innenraum, ne? Was wir nicht haben, ist, wir haben absolute Vollausstattung. Ich liebe die Leute, die sagen, wir haben auch absolute Vollausstattung, bis auf. Distronic hat er nicht. Alcantara-Himmel hat er nicht. Und Anhängerkupplung hat er nicht, glaube ich. Nö. Haben wir auch nicht. Und was auf meinem Kanal ja ganz besonders ist, er hat keine Gasanlage, Freunde. Gestern Autobahn 90 km/h gefahren. Mehr dazu erzähle ich auch in der Probefahrt noch. Warum? Weshalb? Aber da habe ich 10 Liter verbraucht. Jetzt aktuell treten mir die Bude natürlich wie völlig bescheuerte Obsthändler durch Trittau. Dementsprechend zieht er sich schon so 16 Liter rein, würde ich sagen. 18, keine Ahnung, wird sich zeigen. Er wird jetzt erstmal mein Daily sein, denn ich habe die Halle untervermietet an Robin, weil er eine V-Klasse dazwischen geparkt hat. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal das Ding Daily fahren. Oh, ich werde so arm. Vielen Dank fürs Gucken des Videos. Wenn euch dieses ganze Projekt interessiert und ihr den Kanal neu entdeckt habt, lasst gerne ein Abo da. Da werden wöchentlich mindestens ein Video drüber kommen. Ansonsten habe ich ja noch ein schönes ML63-Projekt. Zum Thema Ami-Projekt V8 ist jetzt erstmal auf Eis gelegt, wird aber dennoch kommen. Da sind aktuell noch ein paar Dokumente und sowas in Erklärung. Ich habe mir jetzt erstmal dieses lustige Ding geholt. Ich werde den noch ein bisschen länger behalten als die S-Klasse und den TT. Nur so viel vorweg, weil ich in dem Wagen wirklich Potenzial sehe.
Folierung habe ich schon grobe Pläne, Felgen habe ich schon grobe Pläne. Erstmal Technisches habe ich ja alles abgearbeitet mit euch. Lasst mir sehr gerne ein Like auf das Video da und bis zum nächsten Video. Ciao.